Hey Leute, hier sind wir bei Ich bin's Tim 93 mit Luca 7 und wir haben das nächste Display für euch. Damit wir das Video nicht auf 13, 14 Minuten, wo das letzte Video geendet hat, haben müssen, haben wir jetzt die Booster schon rausgenommen. Ich bin's Tim 93, kann sich gar nicht halten und hoffe natürlich auch den Puls aus dem letzten Display, die echt Wahnsinn waren. Ihr müsst selber gucken, zwei Ghost Rare Karten aus einem Display. Ist der Ich bin's Tim 93 so heiß, das heute nochmal zu wiederholen. Let's go! Und dem Glauben an das Herz der Karten hoffen wir auf drei Ghost Rare in einem Display. Oder ist sowas möglich? Gab es sowas schon mal? Nee, das wird nicht vorkommen. Ich denke, zwei Ghost Rare sind schon eine Messlatte. Eine Nummer. An die sich so viele nicht halten werden können. Aber ich bin gespannt. Und ihr wisst. Aber das können ja die letzten aus dem Display gewesen sein. Es gibt jetzt vielleicht mit zwei, nur zwei Ghost Rares. Mystical Zend. War das nicht das Monster von Thea? Ja, kann wohl, das ist eine OG-Karte. Oder wie hieß sie auch nochmal? Die Thea, oder? Ich weiß es nicht ganz genau. Anime so lange nicht gesehen. So lange halt auch keine Yu-Gi-Oh-Karten mehr. Gezogen, gepult, geplayt. Doch jetzt, durch den Schubser von Ich bin's Teil Him 93. Sammeln wir das deutsche Master-Set, hier das englische bei Ich bin's Tim 93. Und der Magie, wie im letzten Video. Ach, was rede ich da so oft drüber? Schaut es euch gerne an. Lasst einen Daumen nach oben da und einen Kommentar, wenn ihr nicht habt. Lasst mich wissen, was ihr davon haltet. So, ich switch einmal die Position. Vielleicht fällt das Licht dann besser. Und die Magie zum Ghost Rare Karte. Luca kann das nächste Display machen. So, der Sohnemann darf also das komplette nächste Video machen. Das wäre zu cool, wenn es jetzt mit Ghost wäre. Und ich denke, an einem der letzten Displays würde auch der Pokémon hier sich beigeben. Und vielleicht die drei Ghost Rare Karten aus einem Display ziehen. Nee. Grün als letzte Karte ist immer scheiße. Aber wenn grün kommt und Ghost Rare ist, Bruch. Ist ziemlicher Bruch. Kann man was sagen? Ghost Rare Karten sind immer Effektmonster, normale Monster. Alles verschieden. Alles möglich. Also kann auch ein Fusionsmonster eine Ghost Rare sein. Ja, der ultimative blauäugige Drache. Der ist dabei als Ghost Rare Karte. Alter Schwede. Ich glaube, im Anime besiegt durch Exodia, wenn ich mich recht entsinne. Kaiba im Glaube, die alte ultimative Waffe gespielt zu haben. Und Yu-Gi-Oh! Zieht sie, die fünfte Karte von Exodia. Das Display sieht nicht so gut aus. Outpost Dragon. Egal, wir haben ein paar Packs. Oder ich muss alle durchsuchen, nach guten Karten und sowas, muss ich alle sortieren. Aber, aber das kriege ich schon hin. Aber dein Master-Set Englisch bis auf Ghost Rare Karten hast du schon vollständig? Nee, yep. Hammer-Sache, Leute, oder? Davon träume ich noch, aber ihr wisst ja, wie ihr Samstag gesehen habt, wo wir die Karten in meinen Beinen da eingeführt haben, könnten wir jetzt diese Woche und auch nächste Woche mit dem 10 Uhr Video zwei weitere Displays rippen, um so vielleicht das Master-Set abzuschließen. Doch scheinbar verlässt uns auch heute oder in diesem Display die Magie der Ghost Rare Karten. Die sieht geil aus. Die mit dem Geschenk? Auch wenn ich auf dem letzten Blue Booster. Machen wir diesmal Last Pack Magic und nicht First Pack Magic. Im ersten Pack. Das sah krass. Muss ich mir auch nochmal angucken. Ja. Crystal Beast Rainbow. So Leute, jetzt machen wir ein, ihr seht zuerst Booster. Da wechseln wir einmal die Position. Ihr seht zuerst Booster. Und die Karten bitte aufwärts. Ne, andersrum drehen. Ach so, ja. Andersrum drehen und ihr seht zuerst Booster. Ich mache einfach so.
Come on, Leute. Ist das einfach die Ghostwire-Karte, die ich bin's, Tim 93 aus dem Stuhl haut? Seid gespannt. Wobei, ihr habt ja schon gesehen, Leute, ne? Last Pack Magic ist heute nicht am Start. Aber das macht gar nichts. Das war das zweite Display bei Ich bin's Tim 93, geöffnet auf dem Channel bei Pokémonie. Seid gespannt auf das nächste Display, denn das werden auch wir zusammen auf dem Channel öffnen. Come on, Doppel-Herzkarten, abonniert, wenn ihr habt, den Daumen nach oben und kommentiert gerne. Lasst uns wissen, was ihr gepult habt, was euch noch fehlt und was ihr davon haltet. Come on, let's go!